Manche von euch haben es vielleicht mitbekommen, an dem Wochenende, wo der Astralhorizont im Flawless Pool war, habe ich ein bisschen viel gesuchtet. Ich habe über 300 Matches gemacht am Wochenende nach Flawless, um meine Godroll Astral zu bekommen. Und heute will ich die mal mit den meisten Händen, wo ich bekommen habe, testen. Mit natürlich trotzdem erster Schuss, Gefahrerkant, Gefahrgewand, verbesserte Geschosse, dazu noch Glattrohr oben drauf, mit Masterwork Handling und den Meister Handling mal drauf gemacht. Sprich, ich bin hier komplett auf Max Handling. Gut, ich könnte hier noch auf Elementarkoppler gehen, aber ich will erster Schuss drauf haben. Ich bin extrem gespannt, wie gut sie performen wird und vor allem, wie schnell sie wirklich in der Hand ist. Schrägstrich, wie viel Range sie überhaupt hat, ohne im Rutschen. Von daher würde ich sagen, wir finden das gemeinsam heraus. Ab ins Gameplay, let's go. Ich bin gespannt, wie sie performt. Sind wir jetzt wirklich nachgejoint? Nachjoin ist nicht nett, da bleibe ich dabei. Oh, ne, Eugene. Ich nicht. Rüben ist er. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Keine Mode bekommen. Sad. Gibt mir recht wenig auf die Range zu double tappen. Sag's, was ist. Oh mein Gott, der wollte mich sticken. Frechheit. Die Midzone. Nehmen wir jetzt auch eine. Das ist nochmal nett gelaufen, nämlich. Ah, da ist über mir. Schade. Nice. Das war schlecht. Das war zweimal schlecht. Ja gut, das ist der Stück, war klar. Ah, ich habe erwartet, dass es nicht genügend Range ist, aber ich wollte es trotzdem tryen. Ja doch, sie ist schnell genug in der Hand auf jeden Fall. Man merkt es. Das ist schon ziemlich cool, wie schnell in der Hand ist, da bleibe ich dabei. Kriege ich die Heavy, ohne dass mich jemand halt nervt wahrscheinlich nicht, ne? What? Will ich wissen, wo ich hingeschossen habe? Eigentlich nicht, ne? Ich habe eine Heavy und ich weiß sie nicht zu benutzen. Ich habe ihn nicht. What? Gut, dann lasse ich den Titan mal ein bisschen raushängen, einfach weil ich es kann. Für die nächste Zone dann. Ah! Ah! Lass mich in Ruhe! Friert mich einfach ein. Hallo? Okay, passt. Alles gut. Zone B verloren. Stimmt, ich könnte auch statt Meister Handling theoretisch auf Meister Ikaros gehen, statt 10-5 Handling haben. Aber dafür Ikaros drauf, sprich Inaccuracy. Ah, das gucke ich mal fürs nächste Match, denn ich springe schon gerne rein, wie wir alle wissen. Aber am liebsten slide ich natürlich. Oh nein. Kommt die Midzone wieder? Kann ich da von hinten ran, ohne dass sie mich bemerken? Das ist die wichtige Frage. Gut, der hat mich bemerkt. Die anderen sind die Frage. Was? Ja, kann ich. Ah. Das ist ein Gegner, das ist kein Gegner. Hinter dir. Geh doch auf den links von dir, Teammate! Ich wurde gescampt. Oh. Jetzt zum Beispiel wäre Slide schon wieder geil gewesen. Ja, ich weiß, dass du angreifen musst zum Dingsen. Also aufhören musst, dein Schild zu haben. Ah, das ist so richtig situationsabhängig. Aber range-technisch gefällt sie mir ziemlich gut. Handling-Technik logischerweise auch. Die ist echt gut in der Hand. Wenn du noch Threat Detector aktiv hast, sprich Gefahrkant, Gefahrgewand, richtig geil. Schade, ich habe mir so ein Schild weggeschossen. Da kommt Emilio nicht raus. Ich habe ihn. Lol. Gegner hat Zone C beansprucht. Oh. Das war ein One-Hit. Okay.
Okay. Hinterfrag's nicht. Die hinterfragen es auch nicht. Auch die beste Idee. Wer kommt zuerst? Der Rechte, oder? Ja. Blickgrütze. Der Linke ist wohl weg. Ich auf dem Rechten, ich auf dem Rechten. Wenn er mich jetzt stickt, dann flippe ich aus. So ist okay. Da habe ich kein Problem mit. Das ist vielleicht nicht die beste Map für mein Vorhaben. Den hält nicht. Weiß. Soll's. Oh Gott. Nein! Warum bist du jetzt so? Ich brenne. Oh! Ich habe ein bisschen Angst. Es hat gereicht, oh mein Gott. Gut, ich bin Titan, was soll ich sagen? Es tut mir leid, okay? Me Titan, me Punch. Ihr kennt meine Philosophie. Damn, mir gefällt die Range. Viel zu weit geslidet, viel zu weit geslidet. Holy moly. Schau ich durch, ja, schau ich. Markus Brass, das wird schief gehen. Oh mein Gott, was? Oh oh. Oh oh. Kann ich nicht Branded anrennen? Oder vielleicht doch? Einer ist über mir. Frage ist, kommt der runter? Nein. War auf K. Schade. Die Special nicht. Hier ist Special. Auf geht's! Ah, hab ich daneben geschossen! Jetzt, jetzt gilt. Oh nein. Nein! Jetzt kommst du! Mann. Die Panzer hab ich fast wieder vergessen. Ah, wo hab ich hingeschotgunnt? Werden Bogen. Viel Special. Ich will auch die Special. Ich will die Heavy da unten auch, aber kriege ich die? Ah, was soll's mit dem... Nur einmal! Oh mein Gott, wie viele sind da? Warte mal. Ich habe eine sowas von dumme Idee. Mili! Nein, Gabe, warum bist denn du jetzt so? Ey, das war unnötig. Die Shotgun ist echt nice. Das Handling fühlt sich richtig gut an. Gut, wenn mir der Shotgun ganz in der Hand rumläuft, ist eh egal. Ah, so sterbe ich nicht. Oh, ich kann nicht mehr steuern. Egal. Also in den Fights, wo ich die Shotgun in der Hand erst bekommen musste, reicht Ikaros Griff auf Adept für die Plus 5 Handling komplett aus. Und die Range ist überraschend gut. Also wirklich gut. Mir fehlt eigentlich ungefähr, wie viel waren das? 0,7 Meter? Aber merkt man gar nicht. Ist ja okay, ich hab's verstanden, die bewertet. Ja, okay! Mal luschen, wo sind denn die? Kriege ich gleich 5 Gegner ab? Warum ist jetzt nur, ich bin unsichtbar. Die sehen mich niemals kommen. Nee, niemals. Da dreht sich doch bestimmt keiner um. Oh, verdammt, ich bin zu langsam. Cool, lass. Muss leiden. Nein! Wie soll ich so an Gegner rankommen, wenn ich sie vorkillt? Hallo? Hallo? Gute Range. Kann mich nicht beschweren. Das wird schief gehen, ich weiß es, aber ich bin Titan. Liegt mir im Blut. Hinter mir. Irgendwas hinter mir. Oh, danke schön. Ah, ah, da drüben. Nein! Was habe ich jetzt gesagt? Ich hab's vergessen. Genau, ich glaube, smart wäre es, ein bisschen mit der Handkin rumzulaufen, damals so auf Panic-mäßig auf Shotgun zu wechseln. So zum Beispiel. Aber das machst du halt eher in Comps, sag ich mal. Ja, dieses Hinherswappen, das ist schon schön schnell, ich mag das. Großen Gefallen bitten. Ich zieh mich nicht aus. Okay, ich mach's doch.
gratis. Oh oh. Schade. Ich komme, also man sieht, dass ich Shotgun schnell in der Hand ist, aber ich komme nicht wirklich dazu, das zu machen. Dankeschön. Oh, sorry. Okay. Oh nein, so eine Scheiße. Ich habe ihm das Shotgun gekillt, lol. Deswegen keine Regeneration bekommen von meinem Health. Englisch. Hm. Dumme Idee. Ey, wer schiebt mich? Na, ja. Nicht mich. Das ist so unfair! Was mache ich gegen den Well? Gut, wenn sie rauslaufen, ist ja gar kein Problem. Mili! Dieses Game will, dass ich sterbe. Oh. Ja, doch, also ich finde. Oh nein. Adept Icarus reicht vom Händen her komplett. Können wir bitte damit aufhören, mich anzugreifen? Der kommt doch viel ins an. Gut, ich darf nichts sagen, ich komme mit dem Knockout. Ey, was machst du denn da oben? Das war an meinem Ende. Das hat nichts mit der Shotgun zu tun. Nein. Ey, was will denn der da auf der Zone? Gelogen, was mal wieder auf der Zone. Nein, du bist so ein Arsch. Wow, war der low? Oh nö. Ganz hinten, please, ganz hinten. Wenn es weit vorne ist, kann ich nichts gegen machen. Und die haben jetzt eh. Ja. Oh. Ich könnte jetzt auch voll bekloppt Shoulder Charge Shotgun machen, aber ich weiß, dass es schief geht. Oh, ich habe den Shoulder Charge, nevermind. Da waren ein paar mehr. Das reicht nicht. Darf ich nochmal schießen? Ah. Das ist ein Problem mit solchen Shotguns, dieses langsame zweite Schießen. Ohne den Kill vorzuhaben. Kills machen sie ein bisschen schneller. Das Video wird wieder viel zu lang. Ich sehe es schon kommen. Ich muss das ein bisschen mehr cutten. Treff ich? Mein Nade ist kaputt. Schade. Oh nein. Nein! Okay. Halleluja! Der wird mich haben. Schneller. Den habe ich nicht getroffen, als ob. Ich bin sauer. Nein! Das wird ein Unentschieden, wenn das so weitergeht. Wenn sie die Zone annehmen, haben wir verloren. Kann nicht sein. Oh mein Gott, willst du mich verarschen? Warte. Okay, da war ein VfB. Ja.